Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesim-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt. Mad Games Tycoon, nicht falsch sagen, bloß nicht falsch sagen, habe ich Talent für. Ja, dieses Zeilenflimmern, was wir hier teilweise sehen, das hängt zusammen mit der Zoom-Stufe von mir. Da sind, noch nicht mal, wir haben es sogar drin, wenn ich näher dran bin. Was ist denn hier los? Das sind einfach scheinbar zu viele Details, wir kriegen hier irgendwie... Ja, irgendwas läuft hier nicht. Genauso wie hier. Jetzt seht ihr vielleicht die Schatten. Ich habe so das Gefühl, das ist alles Realtime berechnet. Und ich glaube, das frisst ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall, wir haben halt dieses Zeilenflimmern drin. Ich weiß auch nicht, wie dicht ich rangehen soll, damit wir das nicht haben. Wir müssen wohl einfach mit leben. Scheint noch nicht ganz polished zu sein. Ist ja auch erst Early Access Spiel, ne? Also von daher braucht ihr mir da nicht schreiben, von wegen so und so sieht aus und da gibt's Flackern und dies und das und jenes. Das ist einfach so. Ich meine, auch interessant, da hinten, ich weiß gar nicht, wenn ich hier schnell mache, seht ihr das? Dann habe ich da irgendwie einen Schatten, der hoch und runter geht. Ist das die Maus oder was ist das? Ich verstehe es nicht, was das ist. Ne, es hat mit der Bildschirmbewegung zu tun. Da haben wir einen Schatten, der hat sich verirrt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber gut, da können wir uns natürlich jetzt lange drüber streiten hier. Es ist ein Early Access Titel, das ist bei weitem noch nicht optimiert. Daran wird es liegen. So, wo sind wir zu Hause? Was wollen wir machen? Wir brauchen Personal. Jede Menge Personal. Deshalb sollen wir Personal vielleicht mal ein bisschen einstellen. Wir suchen Musiker. Das Ganze ist jetzt auch final für uns. Das heißt, Leute, die wir jetzt einstellen... Die wollen wir dann auch behalten in diesen Büros, in denen wir jetzt sind. Und das Schöne ist, weil wir diese eine Couch da dazu gekauft haben, diese Orange, ne, können wir die Leute hier einstellen. So, das soll es gewesen sein mit denen. Dann brauchen wir noch ein paar Programmierer. Ich würde mal sagen, wir stellen den hier ein. Der kann in... Wo sitzen wir? Wir sitzen da. Der kann hier arbeiten dann. Falsches Regal, falscher Sessel können wir nicht einstellen. Müssen wir mal gucken, dass wir dann demnächst hier richtige Regale und richtige Sessel bauen, dass wir uns die Jungs da noch holen können. So, Fotokopierer haben wir zum Glück auch. Ich glaube, 4 Stück reichen da erstmal. Dann das Programmiererteam ein bisschen ausbauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben wir denn da momentan drin. Jetzt 5. 4, 1, 3, 3, 5. Brauchen mehr Personal. Sechs. Sieben. Acht. So, was brauchen wir denn noch? Da haben wir 4, da brauchen wir gerade keine. Hier haben wir 4, da haben wir 4, da haben wir 1, da haben wir 3, da haben wir 3, da haben wir 8. Das soll so passen. So, wir lassen das Ganze mal laufen. Und fangen mal an, ein Spiel zu entwickeln, würde ich sagen. Die hier, die können mal ein bisschen forschen. Und wir programmieren hier mal eine... Wie weit sind wir eigentlich? Gibt es was Neues, was in die Engine rein müsste? Wenn wir alles aktivieren, haben wir 26 Features. Was hat unsere Engine, unsere letzte Engine? 26 Features. Macht keinen Sinn. Wir haben schon eine neue Engine. Dann wird es Zeit für ein neues Spiel. So, wir entwickeln ein Spiel und zwar ein Nachfolger von unserem allseits beliebten Prison Manager. Der ist ja super gut gelaufen. Diesmal denken wir dran, dass wir hier direkt mal... falsche Seite. So, jetzt, dass wir hier direkt mal die Nummer hochsetzen.
Und wir haben jede Menge Geld, aber es ist noch nicht Zeit, hier so ein großes Projekt zu starten, würde ich sagen. Also ich würde sagen, wir fangen mal an hier mit einem AA-Titel. Bisher hatten wir, glaube ich, nur A-Titel. Das lassen wir, wie es ist. Aufbauspiel lassen wir drin. Gefängnis. Engine gibt unsere neue. Und wir können jetzt dummerweise nicht alles benutzen, glaube ich. Wir haben 26 Sachen und können nur 20 einsetzen. Das ist natürlich bescheiden. Also eigentlich müsste ich auf die Stufe. Ach, wir gehen auf AAA. Wurscht jetzt. Wir gehen... Ja, ist ja gut. Wir gehen auf die Bank und sagen denen, Leute, wir machen einen AAA-Titel. Gibt mal 5 Millionen als Rückhalt dafür. So. Nachfolge entwickeln. Das Ganze nochmal von vorne. 10 Millionen AAA-Titel. Gefängnis Engine. Unsere letzte von 83. Lizenz brauchen wir keine. So, DevKits. Wir haben alle gängigen Systeme. Die meisten Sachen sollten noch, na gut, vielleicht der hier nicht mehr. Das ist doof. Das ist extrem doof. Ich weiß, dass bald das Playsystem rauskommen soll. Das Playsystem. Also, Sony PlayStation im Prinzip. Das gibt natürlich der nächste Erfolg. Ja, bin mir da noch nicht so 100% sicher. Ich glaube, wir machen da einfach nur mal, wir machen mal drei Konsolen erstmal. Also wir machen hier PC. Wir machen hier Game Boy. Und wir machen hier die neuere Konsole. Und vielleicht im Abgang, wenn es noch fertig ist oder wenn es noch da ist, wenn wir fertig sind, nutzen wir das mit. Ansonsten verstreicht es eben. So, die Einstellungen, die passen alle. Kopierschutz brauchen wir natürlich auch noch einen besseren, einen neueren, damit wir nicht mehr raubkopiert werden. Ist ja eh die Seuche gewesen zu einer gewissen Zeit hier in der Softwareindustrie. Da wird ja alles kopiert gemacht, getan. Ganz schlimm. So, und dann entwickeln wir mal drauf los. Mit 16 von 25 Features. Wieso 16? Ach so, weil wir die Sachen nicht auswählen können. Die sind optional. Ja, dann könnten wir ja auch da könnten wir ja Geld sparen. Da bräuchten wir kein AAA zu machen. Da riskieren wir nicht ganz so viel und machen doch nur einen AA-Titel. Features bleiben alle gleich. Entwicklungskosten gehen gleich um Millionen nach unten und wir kriegen trotzdem alles rein. So, dann können die nämlich anfangen, das zu machen. Wir zahlen hier sofort unseren Kredit zurück, weil es keinen Sinn mehr macht, den noch zu halten und die Zinsen zu bezahlen. So, dieses Studio soll den Sound verbessern von unserem Spiel, und zwar die allgemeine Klangqualität. Dieses Studio soll den Sound verbessern von unserem Spiel, und zwar die realistischen Soundeffekte. Der hier, der soll die Bugs entfernen von unserem Spiel, damit wir direkt releasen können. Die hier sollen das Gameplay verbessern von unserem Spiel, und zwar die Spielbalance. So, und ihr seht jetzt schon, was alles jetzt mitarbeitet an unserem Spiel. Krasse Geschichte, oder? So, und die hier, die sollen weiter Themen erforschen. Wenn die dann durch sind mit Themen erforschen, dann werden wir die aufteilen. So, grafische Effekte, super Grafik, super, jetzt kommt der ganze Kram raus. Hervorragend, können wir bald wieder eine neue Engine machen. So, grafische Effekte, die werden also erstmal erforscht. Die hier können sich mal wieder drum kümmern, hier irgendwie so eine eigene Hausmesse zu machen. Ich versuche nochmal Personal zu kriegen. Das sieht gut aus. Da können wir nämlich mal hier unsere Entwicklungsabteilung noch ein bisschen aufstocken.
So, dann nochmal zwei dazu. Ich glaube, wir können da nochmal zwei einstellen. Das Schöne ist, dass die ja nicht nur den Skill haben von Game Design, sondern dass die teilweise auch Programmierer-Skills haben. Die exakt gleichen Leute. Und dass wir die dann später in ein zweites Entwicklungsteam umswitchen könnten. So, dann werden nämlich jetzt die Sachen ein bisschen schneller erforscht. Die CSS X90, das war die aus 90er Jahren, die bringt immer noch Umsatz, komischerweise. Versteht das mal einer? Ich verstehe es nicht. Der hier ist am Bug entfernen, das macht eine Person bei uns. Die sind am Spiel verbessern. Die sind am Sound verbessern. So, ich drehe mal ein bisschen die Geschwindigkeit hoch, dass das Ganze hier mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. So, Siegermarkur geht vom Markt oder kommt auf den Markt. Ich habe das jetzt gar nicht so genau verfolgt. Ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil ich mit denen sowieso nichts zu tun habe. So, grafische Effekte haben wir erforscht. Dann geht es jetzt weiter hier mit der H-Grafik. Hochauflösende 256 Farben. So, wir haben die Tonqualität verbessert. In diesem Studio. Wir machen direkt mal weiter mit atmosphärischem Ambient-Sound. Und ja, jetzt kommt die Pony Game Station und das gibt es auch gleich ein Development-Kit dazu. So, die Farben haben wir dann auch schon. Ja, und jetzt haben wir ein kleines Problem, ne? Wir erforschen jetzt unheimlich schnell mit unseren Leuten. Es gibt nichts mehr großartig zu erforschen in wenigen Momenten. Wenn die da alles durchgekeult haben, was dann Themen gibt, dann war's das. So, wir konzentrieren uns kurz, weil es gibt wieder neue Tonoptionen. Wir müssen hier einfach nur auf die Bonustracks gehen und dann passt das schon. Dann haben die Jungs hier die Spielbalance verbessert. Wir verbessern weiterhin das Gameplay. Und machen das Ganze ein bisschen performanter. Wir sind jetzt bei 35%. Die Bugs halten wir gerade ziemlich niedrig. Und ja, was auch immer das hier ist, interessiert uns erstmal nicht. Wir können von hier auch mal einen nehmen und können den hier mit dazu setzen. Bin gerade am Schauen. So. Die Quark Engine wurde veröffentlicht. So, wir nehmen jetzt hier mal ein paar Leute und machen mal hier diese Abteilung voll. Weil wir brauchen hier nicht so viele Leute dafür, dass die hier Themen erforschen. So, und jetzt ist noch eine Messe, das trifft sich auch gut. Da würde ich sagen, gehen wir mal mit einem einigermaßen mittelmäßigen Stand hin und bewerben mal unser neues Spiel Prison Manager 6. Und das lockt auch gleich ein paar Fans an. Und dann dürfen wir da auch nochmal gut Fans dazu gewinnen. Und es läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und 15.000 neue kriegen wir dazu. So, die gehen jetzt irgendwie alle an Aktenschränke, habe ich den Eindruck. Alle marschieren weg. So, da haben wir das Singen schon erforscht. Eieieiei, das läuft alles so schnell, ich komme gar nicht hinterher. So, wir haben momentan ja nur eine Abteilung hier fürs Gameplay. Und, oder für die Gameplay-Verbesserung. Und deshalb habe ich da mal ein bisschen aufgestockt. So, mit der 93er Engine machen wir jetzt hier 40% vom Umsatz von Blue Abyss-Z oder Abyss, wie auch immer, von Ubisoft. Und, das sind 350.000, die wir da wieder kriegen. Also eigentlich machen wir ganz gut Geld dafür, dass wir gar kein Spiel auf dem Markt haben. Job durchgezogen, Spieleentwicklung. Spionage ist wahrscheinlich genauso schnell durch. So, dann haben wir
hier? Was ist da eigentlich, was ist da eigentlich gesperrt? Ach, Spielbericht erstellen. Was auch immer das sein soll. Das gibt's noch nicht im Spiel, glaube ich. Gameplay verbessern. Steuerung. Ja, Spionage ist schon wieder erforscht. Ich komme gar nicht dazu, irgendeinen Knopf zu drücken. Ey, das ist unglaublich, was hier abgeht. So, die Firma Commander hat vor, den C63 vom Markt zu nehmen. Ich glaube, es ist abzuraten, weitere Spiele dafür zu machen. Machen wir nicht. So, Entwicklungsbericht. Wie sieht denn das Ganze aus hier? Wir stehen gut da. Wir haben Mods Ton, wir haben Mods Gameplay. Wir haben nur noch 2 Bugs drin. Und hier unten füllen sich langsam die Leisten. Das ist immer gut. Aber irgendwie, ah, Mist, ich habe das ausgemacht, da erkennt man es nicht mehr. So, jetzt haben wir aber Ton abgeschlossen, das sind die hier. Sound verbessern von diesem Spiel. Und zwar machen wir jetzt cineastische Musik da rein. Ich glaube, wir können hier noch 2 Leute abziehen, die hier mithelfen sollen. Also ihr seht schon, ich verteile die hier immer weiter um. Isle of Death bringt uns über eine alte Engine 500.000 Zusatzeinnahmen. So, CD-Musik können wir erforschen. Los geht's. Die sind eigentlich relativ schnell. Da brauchen wir sich eigentlich kaum Sorgen zu machen. Ich meine, wir kommen ganz gut durch hier. Mit allem, wir können eh keine neue Engine machen, bevor das Spiel nicht durch ist. Deshalb können die sich ruhig ein bisschen Zeit lassen. So, gleich müsste wieder irgendwas fertig sein. Genau, die Bonus-Tracks, die sind durch. Und wir wollen die letzte Stufe der Soundverbesserung. Die professionelle Sprachaufnahme. So, Steuerung ist abgeschlossen. Gameplay verbessern. Hier von User Interface wird nochmal überarbeitet. Ich glaube, wir kriegen es hin, hier schon ziemlich nah ans richtig gute Spiel zu kommen. So, und da ist er runter, der C63. Ich meine, ich entwickle jetzt bewusst hier ein bisschen schneller, weil wir entwickelten vorher ziemlich langsam. Ich glaube, jetzt haben wir 10 Leute da drin, die da an einem Projekt arbeiten und da geht es entsprechend schon mal ein bisschen schneller voran. So, CD-Musik ist abgeschlossen. Weitere Features gibt es nicht. Also machen wir weiter mit irgendwelchen komischen Themen. So, Thema erforschen, Städtebau. Ich bin gerade am überlegen, was ich noch habe, was ich euch zeigen könnte heute. Bester Soundtrack ist Blue Abyss. Das Spiel haben wir ja mit unserer Engine sozusagen unterlegt. Beste Grafik hat Primary 2. Studio des Jahres ist Skullfrog und bestes Spiel ist Primary 2. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir gleich eine Abrechnung kriegen, dass Primary 2 eine Engine von uns genutzt hat. So, wir haben Steampunk erforscht. Es wird immer interessanter, vielleicht auch mal andere Genres zu machen als Wirtschaftssimulation. Aber wir haben halt hier unseren Top-Hit. Und ich meine, wenn du mal so einen Top-Hit hast, der deinen Laden finanziert und du weißt, wie du es machst, damit deine Fans gerne spielen, dann ja, machst du halt immer weiter, ne? War ja bei mir im Prinzip mit Prison Architect so eine Geschichte. Ich habe das ja so lange gespielt, bis es wirklich gar nicht mehr ging auf dem Kanal, weil ich natürlich auch der Meinung war, ey, kommt gut an. Warum nicht was bringen, was gut ankommt? Das ist ja nichts anderes. Aber irgendwann habe ich die Abwechslung gebraucht und habe ich gesagt, so, Schluss. Kam jetzt wieder ein Update vom Prison Architect und ich wollte es mir mal privat angucken demnächst.
um einfach mal einen Überblick zu kriegen, ob diese Neuerungen es wirklich wert sind, dass ich da jetzt wieder anfange. So, aber ich mag eigentlich momentan nicht anfangen. Ich brauche noch ein bisschen Pause. So, Opel bringt ein Pipal auf den Markt. Was auch immer das ist. Ja, es sind noch ganz schön viele Themen da, die die Jungs da erforschen können. Es gehen ganz schön viele hier in irgendwelche Pausen und lassen sich ablenken, habe ich den Eindruck. Die sollen mal zusehen, dass der Laden hier läuft. Das kann ja so nicht angehen. Die kosten mich Geld und schaffen nichts, faules Pack. Da stehen sie und daddeln an der Spielekonsole, anstatt was zu arbeiten. So, wir erforschen hier immer schön weiter. Thema erforschen, Viren. Aber der macht gut Bugs raus. Mein lieber Mann, ey, ist der schnell geworden, unser Nick Frei. Ja, weitere Themen erforschen, Weltall. Ich meine, so läuft das wirklich in vielen, 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 wie soll man sagen, Publishing-Einrichtungen, Gaming-Einrichtungen, Gaming-Studios, dass da Leute sitzen, die Bugs rausmachen, dass da Leute sitzen, die Features dazu überprüfen und planen, dass da eine Designabteilung ist, die sich permanent Gedanken macht, was man Neues machen könnte. Ich meine, die Jungs, die sind jetzt arbeitslos zurzeit, ja, die erforschen halt irgendwelche blöden Themen. Ist halt so. So, jetzt sind wir hier auch fertig und ich kann das Spiel jetzt veröffentlichen mit einer langen Vorlaufzeit oder ich kann sagen, nee, wartet mal noch ein bisschen, wir tun das Spiel später veröffentlichen. Wir machen erstmal später und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir hier noch dran sind, Dinge zu verbessern. Das können wir nicht mehr, wenn wir das Ganze abschließen und weil wir noch dabei sind, Bugs rauszumachen. Und der Grund, warum ich das Ganze jetzt hier ein bisschen eingebremst habe, der hängt damit zusammen, dass wir jetzt am besten sogar Pause machen, denn wenn wir das Spiel rausbringen, wollen wir es ja auch publishen eigentlich, ne? Wir haben dafür aber nada, wir haben gar nichts. Unser Publishing ist non-existent. Und da bin ich eben auch noch am überlegen, wo wir das am besten wie bauen. Wir brauchen auf jeden Fall die Produktionseinheit. Teile ich das auf? Eine aufgeteilte Produktion hat viele, viele Vorteile. Ich glaube, wir teilen es auf. Wir machen hier eine Produktion hin. Und wir machen nebendran, auch wenn es schweineteuer ist, weil es wieder 200.000 kostet, noch eine Produktion hin. So, und dann machen wir hier nebendran einen ganz großen Lagerraum. So, das müssen wir jetzt noch schnell ausstatten. Dann können wir nämlich wieder Publishing machen. Und der Grund, warum ich gerne zwei Produktionen habe, das kann ich euch auch erklären. Das hängt damit zusammen, dass man teilweise in der Produktion merkt, dass die Produktion nicht hoch genug ist. Und wenn man merkt, dass die Produktion nicht hoch genug ist, dann will man eigentlich die Produktion ein bisschen steigern. Okay, mehr kriegen wir hier nicht rein, wie es aussieht. Ne, mehr kriegen wir hier nicht rein. So, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Das ist eigentlich ziemlich gut gelungen. Wir haben exakt das Gleiche. So, und wenn man merkt, dass die Produktion nicht ausreicht, dann kann man Produktion zuschalten. Das ist das Schöne. So, wir bauen ein großes Lager. Ich glaube, die Regale sind neu. Die hatten wir vorher noch nicht. Ich glaube, die habe ich auch noch nicht bei mir in dem anderen privaten Spielstand.
So, das Schöne ist, die Gänge, die man hier sieht, die reichen irgendwie aus. Ich weiß auch nicht. Also man kann das hier richtig schön vollpacken. Man muss hier keine Gänge lassen oder so irgendwas. Oh, wir haben nicht genug Geld. Ja, das Ganze ist natürlich teuer, gebe ich offen zu. Ich glaube, wir lassen es dann mal dabei. 6,9 Millionen sind auch ziemlich viel. Ja, ich habe in anderen Dimensionen gedacht. Ich wusste nicht, dass wir hier schon größere Möglichkeiten haben. So, wir müssen die Bank leider aufsuchen. Ich muss Kredite aufnehmen. Weil wir müssen das Ganze auch noch produzieren. Deshalb brauche ich Geld. Und deshalb nehmen wir hier auch 10 Millionen auf. Scheiß drauf. Ja, und lassen dann das Ganze mal weiterlaufen. So, cineastische Musik ist durch. Ich glaube, der kann nichts mehr verbessern. Das war's. Ja, die professionellen Sprachaufnahmen, die machen die hier. Das war's. So, die können weiter Themen erforschen. Es dreht sich jetzt alles um dieses Spiel hier bei mir. Das hier, das mache ich so nebenbei. Klick, klick, klick. Was ich machen kann, ich bin auch clever, was ich machen kann, ist Personal neu zuweisen, die mit hier rüber schicken, dann haben wir hier 6, dann geht das ein bisschen schneller. So, dann haben wir mit der 93er Engine 1,22 Millionen verdient im Spiel Zec 3. Nehmen wir gern mit. So, jetzt gehen die hier rüber, nehmen hier die freien Plätze ein und dann sollte die Entwicklung ein bisschen schneller gehen. Dann werden wir hier vielleicht zeitgleich fertig. Was ultra cool wäre. So, Level Prison Manager 6. Das ist damit durch. Dann können wir hier Gameplay verbessern. Ich glaube, es gibt noch was, was wir noch nicht haben. Die Spielmechanik können wir noch aufpumpen. Der ist auch fertig. Bugs sind alle raus. Wir gehen wieder auf eine Messe. Wir lassen es uns nicht nehmen, die Vorfreude auf das Spiel hier anzuheizen. So, wir haben am Messestand fast alle unsere Fans versammelt, wie es aussieht. Und wir gewinnen 6.000 oder 7.000 neue. Ich habe zu schnell geklickt, beziehungsweise es hat sich überlappt. Das ist natürlich ärgerlich. So, da ist, glaube ich, gerade die Konsole vom Markt genommen worden. Oder zumindest wird es angekündigt, dass er vom Markt genommen wird. Wir sollten also langsam zum Ende kommen. Eieieiei. So, Themen erforschen. Da sind wir auch bald durch. Und da wird uns wieder ein Publishing angeboten. Das Spiel ist aber zu schlecht, als dass wir es publishen würden. So, jetzt sitzen die alle arbeitslos hier rum, die Kollegen, ne? Also die Programmierer haben nichts zu tun, die Soundleute haben nichts zu tun. Wir warten alle nur noch drauf, dass die hier fertig werden, dann ist das Spiel fertig. Und das ist so der Punkt, wie soll ich denn sagen, an dem ist auch Project Cars mehr oder weniger gewesen irgendwann. Ja? Das heißt, die Entwickler, rein theoretisch könnte ich jetzt hier eine zweite Entwicklung aufbauen, könnte die hier rüberschieben, die könnten eine Engine programmieren jetzt in dieser Zeit. Ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Moment, wir machen das mal. Wir machen mal ein paar zusätzliche Büros, damit wir hier nicht so viel Leerstand haben, dass hier was vorangeht, dass die Jungs produktiv sein können. So, 1, 2, 3, 4, 5, da kommt, passt mehr hin, 6, 7, 8, 9, 10, ja, soll reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir es einfach mal so. Ja. Das mache ich aus folgendem Grund. Achtung. Wir machen das mal langsamer.
Ja, ist ja gut. Komm, langsamer. Personal. Neu zuweisen. Schwupps, hier rüber. Engine programmieren. CSS. Ach, wir lassen das Engine weg. Wir machen einfach 1995. Nicht 85, sondern 95. Mit allen Features. Was dann 29 sind. Optimiert für Wirtschaftssimulation. Das können wir am besten. Wir wollen die Engine auch verkaufen für nada. Und wir hätten davon gern 42%. Na, die anderen werden teurer, wir auch. Na, 40 reichen eigentlich. Komm, machen wir 40. So, das heißt, die gehen jetzt hier rüber, die entwickeln jetzt hier die Engine. Die sind eigentlich auch fertig mit allem. Da gibt es auch nichts mehr zu erforschen. Ich weiß nicht, was wir mit denen machen sollen. So, drei Stück von hier ziehen wir wieder darüber. Die teilen wir wieder auf. Zwei Stück von hier, die können schon mal hierher. Die werden wir da auch noch brauchen. So, im Prinzip kann man sagen, 93er Engine bringt uns wieder 1,15 Millionen. Ja, das passt. Also im Prinzip können wir sagen, das Spiel ist eigentlich fertiggestellt. Die Entwickler arbeiten schon an was anderem und wir warten alle nur noch drauf, dass die Spielmechanik fertig wird hier von den Jungs. Hoffen wir, dass sie das bald schaffen. Das ist nämlich, ja. Uncool, so lange warten zu müssen. Ich meine, wir haben die Engine zu 50% fertig und das Spiel ist noch nicht auf dem Markt. Wir haben eine neue Engine, bevor das Spiel auf dem Markt ist. Das ist erschreckend. Aber so läuft das zum Beispiel auch im Software-Business. Ja, ich meine, was glaubt ihr, was die machen? Die Leute so da rumsitzen lassen wie ich jetzt, die kosten Geld. Die kann man nicht monatelang arbeitslos im Büro sitzen lassen. Die werden, irgendwas werden die dann immer schon machen. Und wenn es für andere Firmen irgendwelche Musik ist oder wenn sie ein Album rausbringen oder wenn sie Songs schreiben für irgendwen. Ich weiß es nicht, was die da sonst so treiben. Ja, schon mal einen Soundtrack entwickeln, der vielleicht im nächsten Spiel dann verwendet werden kann. So, Spielmechanik ist durch. Dann können wir die Entwicklung jetzt abschließen. Wir möchten das Spiel jetzt veröffentlichen. Wir haben null Bugs drin. Deshalb werden wir auch bei Updates kein Bugfixing mehr reinhauen müssen. Wir wollen das Ganze selbst produzieren. Wir wollen kurzfristig auf den Markt kommen. Ja, weil wir brauchen Geld. Wir müssen ans Laufen kommen. Deshalb will ich in 2 Wochen releasen. Wir hatten lange genug Vorlauf. Wir machen den Preis hoch. Wir packen wieder unsere ganzen Goodies rein. So, und das ist nämlich genau das Problem. Wir haben Erfahrung gewonnen. Auf den Konsolen. Aber ich glaube, ein Großteil von dem ganzen Kram ist schon abgeschaltet. Der existiert schon nicht mehr. So, wir haben hier unseren Prism Manager. Und der macht 96, 97. Der macht 98%, Leute. So, was bedeutet das, wenn es 98% macht? Das heißt, das ist verdammt gut. Wir sollten jetzt möglichst schnell zusehen, dass unsere Marketingabteilung für dieses Spiel einen TV-Spot macht und am besten hier das komplette Personal hier rüber zuweisen. Außerdem bin ich am Überlegen, die Jungs hier zur Unterstützung hier zuzuweisen. Wobei es eigentlich keinen Sinn macht. Ich will die eigentlich lieber in der Produktion drin haben. Also wollen wir die eigentlich lieber hier rüberholen, anstatt ins Marketing. Das ist blöd jetzt. Das ist blöd jetzt. Dann weisen wir uns selbst. Uns selbst weisen wir noch im Marketing zu. So, Pause, 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 Pause. Ich muss Dinge einstellen, die Zeit läuft, läuft, läuft. Das gefällt mir nicht. So, hier unten wird der TV-Spot vorbereitet. Hier oben müssen wir die Produktion ankurbeln. Ich glaube, wir werden davon ziemlich viel verkaufen können. Ich mache deshalb mal vorsichtshalber
zwei Produktionen auf 500.000, was insgesamt 1 Million ergibt. Ich glaube, das hier, was ich hier gemacht habe, war ein kleiner Fehler. Laufe ich noch irgendwo? Ich glaube, da laufe ich. Schnappen wir uns hier rein. So, damit die Jungs wieder, damit sich jemand um die kümmert. Während die hier andere Sachen machen. Ich glaube, das geht schief. Wir brauchen mehr Personal. Personal einstellen. Büroarbeit. Wir brauchen hier ein paar Profis, die sich um die Fans kümmern. Dass das hier nicht eskaliert. So, das Spiel ist auf dem Markt, wenn ich das richtig sehe. Die neue Engine ist auch fertig. Und oh Gott, die geht ab wie Schmidts Katze hier. 82.000 in Woche 1 verkauft. Ihr seht, die Produktionskosten erhöhen die Kosten für die Produktion hier unten. Wir haben zwar schon die Kosten reingeholt für die Entwicklung, wie es ausschaut. Also das ist sehr seltsam. Es hat die Entwicklung kein Geld gekostet. Aber ich meine, ja, die Entwicklung hat ja auch nicht viel Geld gekostet. Wir sind jetzt in Woche 3, wir haben schon 1,9 Millionen plus. Ja, und das war's. Break-Even ist locker drüber. Wir sind hier 6 Millionen im Plus. Da oben fließt wieder die Kohle rein, wie bekloppt. Gut, die Produktion hier ist durch. Wir erhöhen direkt mal die Produktion, weil wir werden mehr brauchen. Wir können hier bei beiden nochmal 1 Million anstoßen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die loswerden. Das Entwicklerteam. Setzen wir wieder hier rüber, weil das einfach besser ausgestattet ist. Da machen die uns weniger Stress. Die setzen wir jetzt erstmal dran, ein Spiele-Update zu machen für das Spiel. Und zwar die drei oder vier wichtigsten Bereiche, um ein 5-Sterne-Update zu kriegen. Ihr seht, das kostet uns 1,5 Millionen. Bugfix brauche ich nicht, weil das würde die Bugs um 20% verringern. Aber wir haben 0. So, das heißt, die entwickeln jetzt das hier. Die anderen, die sitzen alle arbeitslos in der Landschaft. Das ist auch der Grund, die Fans sind wieder happy, warum ich jetzt hier versuche, aus diesem Büro. Ja, den würde ich gerne picken jetzt hier irgendwie. Es ist schade, dass ich den so nicht picken kann. Ich muss den wirklich da in dem Chaos suchen, oder wie? Wo ist er denn? Da. So. Den setze ich hier rein. Weise das Personal hier. Das ist jetzt so ein bisschen tricky, was ich gerade mache. Dem Büro zu, was besser ausgestattet ist. Und hol mir den hier und platz den hier rein. So. Die sind noch dabei, das Update zu machen. Da hinten wird gepresst wie die Weltmeister. Die machen unser Lager gerade voll. Wir haben 1 Million auf Lager. Und wir verkaufen und verkaufen und verkaufen. So, bester Soundtrack, Prison Manager. Beste Grafik, Breakdown. Beste Studio, Crazy Sheep Software. Bestes Spiel, Prison Manager 6. Ja, wir haben richtig abgesahnt hier. Und wenn wir jetzt unser Update auf den Markt bringen, das ist ja noch nicht mal, dann wird das hier nochmal richtig abgehen. Die TV-Werbung ist raus. Das heißt, das müsste jetzt nächsten Monat einschlagen, dass die TV-Werbung nochmal einen Absatz ankurbelt. Das sieht gerade nicht gut aus. Also nach 8 Wochen haben wir schon böse Einbußen. So, mit der alten Engine nochmal 500.000 verdient. Es wird jetzt gerade ein bisschen stressig. Ihr merkt's. Ja, ich ziehe hier volle Kanne an. So, wir machen hier 70.000. Gefällt mir nicht so wirklich. Marketingkampagne. Wir brauchen nochmal eine Marketingkampagne. Nochmal 500.000 in TV-Werbung. So, Update ist fertig. Das kommt jetzt nächsten Monat da rein. Das heißt, die 70.000 kriegen wir nochmal hochgepusht auf über 100.000 kommen. Wir kommen auf 125.000 Abverkaufte. Und die nächste Werbekampagne, die ist schon im Anlaufen. Jetzt bin ich am Überlegen, machen wir noch ein Update? Pushen wir das Ganze nochmal weiter hoch. Wir haben 1,78 Millionen Stück auf Lager. Die müssen wir loswerden. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben mit der Produktion der Spiele.
glaube, wir machen nochmal so ein Update. Kostet uns 2 Millionen, bin ich bereit zu zahlen. Wir haben damit ja schon fast 20 Millionen verdient. Produktion ist gleich durch, das ist gut. Dann können wir es abhaken. Ich mache heute mal wieder ein bisschen hier eine längere Folge und ich glaube, ich nehme dafür nichts weiter auf. Mir wird's warm. Ist so warm dort draußen. So, und ich bin jetzt echt am Überlegen, was wir machen sollen. So, Update kommt raus. Update hilft jetzt gleich abverkaufen nochmal. Richtig, boom, Knall rein. Und jetzt müsste eigentlich im nächsten Monat die TV-Werbung noch drauf, aber das schaffen wir nicht. Vielleicht schaffen wir es hier übernächste. So, das geht hoch und jetzt kommt die TV-Werbung. Perfekt. Als hätten wir das so geplant. Und jetzt müsste gleich nochmal im nächsten Monat nochmal ein Stück hochgehen und dann machen wir hier richtig Geld. So, wir können Kredite zurückzahlen. Die kosten uns nämlich monatliche Zinsen, die ich nicht bereit bin zu zahlen. Weg damit. Jawohl, ja. 175.000 kriegen wir da verkauft. Ja, es verkauft sich hervorragend. Super gemacht. Es verkauft sich besser wie am Anfang mit der Zeit. Warum passiert hier nichts? Doch, da passiert ein bisschen was. Ja, und jetzt könnten wir eigentlich schon wieder anfangen, hier Nachfolger zu produzieren. Ich mache aber jetzt Pause und beende das Video, weil, wie gesagt, das Ding hier, das wird noch verkauft. Das ist jetzt seit 17 Wochen im Laden und jetzt überlege ich mir, Nachfolger zu produzieren. Das ist jetzt die Zeit, wo Slightly Mad Studios hingegangen ist und hat gesagt, wir kündigen hier ein Crowdfunding an. Das heißt nicht, dass das Spiel durch ist. Wenn ich neue Programmierer einstelle, habe ich hier ein zweites Programmiererteam. Das zweite Programmiererteam kann weiterhin Content hierfür produzieren, wenn ich das möchte. Ja. Also ihr versteht, was ich meine mit diesem Vergleich jetzt hier auch aus dem Spiel. Gut, ich bin aber jetzt erstmal raus, sage danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ja, ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt Mad Games Tycoon und dann will ich mal gucken, was wir hier noch Schönes achieven können, also ein zweites Entwicklerteam auf jeden Fall. Wenn ich mir hier unsere Lokalitäten angucke, wir haben hier hinten noch unheimlich viel Platz, da kriegen wir vielleicht sogar noch ein komplettes drittes und viertes Entwicklerteam rein, wenn ich mir angucke, was wir hier so an Platz verbraucht haben. Das ist schon eine krasse Nummer, muss ich sagen. Das geht gut. Und mit der Kohle, die wir verdient haben, können wir uns vielleicht auch mal hier umgucken bei den anderen Entwicklerstudios. Die kosten so um die 10 Millionen. Da können wir uns vielleicht das ein oder andere Entwicklerstudio dazu kaufen. Da zeige ich euch mal, wie man das am geschicktesten handelt, damit man dann von denen auch noch Spiele kriegt, mit denen man ganz viel Geld verdienen kann. So, ich bin jetzt mal erstmal raus. Danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.